Wie ist es so, als 16-Jähriger in der Bundesliga so zu spielen? Euro. Ist das eine Iced-Out-Kette? Ja, genau. Das ist Kurs kostet 750. Deine Tasche von Dior. Ja, meine Dior-Bag. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marm. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute haben wir mal wieder ein Wie viel ist dein Outfit am Start. Wir haben coole Szenen am Start. Wir haben korrekte Jungs, coole Outfits und checkt auf jeden Fall das Video bis zum Ende ab, Leute. Jede Szene wurde gefühlt an einem anderen Tag gedreht, deswegen wundert euch nicht, falls ich bei jeder Szene gefühlt ein neues Outfit anhabe. Die eine Szene wurde sogar in Stuttgart gedreht, fragt mich nicht warum. Das Video ist auf jeden Fall, finde ich, sehr unterhaltsam. Wir haben heute Fußballer am Start, also das hatten wir auch schon lange nicht mehr, Bundesligaspieler. Und ja, schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, Leute, und schreibt dann in die Kommentare, welches Outfit ihr am besten fandet. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem Video an. Was geht ab, Bro? Wie heißt du? Mette, Bro. Mette, ich danke dir erstmal für die Gastfreundlichkeit. Easy, Bro. Sehr korrekter Typ, hat uns hier so durch Stuttgart rumgeführt, hat uns so ein paar Ecken gezeigt. Erstmal danke dafür, Bruder. Alles easy, Bro. Mette, ich hab, man hat dich ja schon im Vlog gesehen und du hast ja eine Vorliebe für Vintage-Klamotten, ne? Yes, sir. Hast du auch selber einen Store, Weiß Vintage Selection. Genau, Bro. Bescheid, hab ich mir gemerkt. könnt ihr auch gerne abchecken, Leute. Bro, hau mal raus, was ist dein Outfit wert? Schauen wir bei deinen Schuhen an. Schuhe, glaube ich, Alexander McQueen. Okay. Die habe ich damals für 200 abgekauft von den Homie. Okay. Also anstatt 400, glaube ich, 200. Dann Hose, halt so eine Nike Trackpants Hose, so eine Vintage Nike Trackpants. Das habe ich gezahlt, so ein Fuffi, 50 bis 70. 50 bis 70. Dann T-Shirts, halt so ein Vintage Puff Daddy Shirt. Okay. Puff Daddy and the Family. Also preislich habe ich halt 200 gezahlt, aber jetzt findest du halt unter 400 kein einziges Shirt, wenn du halt was findest. Ist halt aus 1998, Puff Daddy und The Family. Da ist halt Mace, Styles P, Black Rob, okay, Jadakiss und Puff Daddy drauf. Ist halt schon so ein Legendary Piece. Was habe ich noch? Jacke. Ist eine Kollabo aus Sean John und Mitchell Ness zum 20. Jubiläumsjahr. Okay, cool. Ist halt von der Qualität unnormal. Also ist jetzt kein Vintage-Spiel, sondern aus 2018. Ist halt mega krass. Ja. Der sieht cool aus auf jeden Fall. Genau, ist halt so. Auch hier hinten hat das auch so ein paar Patches, genau, ne? Halt so, ja, steht nochmal Sean John. Genau, hat so eine Sean John Stitching drauf. Geil. Und die ganzen Patches mit dem P. Diddy-Logo oder auch Bad Boy und Mitchell Ness. Wurde halt schon auf Qualität wirklich Wert gelegt. Geil. Ist halt schon nice. Und deine Cappy? Genau, so eine alte Cappy halt, weil ich lasse gerade meine Haare wachsen. Ah. Da habe ich gesagt, komm, mach ich einfach eine normale Cappy drauf. Was kostet die? 15 Euro. Ist das eine Iced-Out-Kette? Ja, genau, da sind halt so kleine Steinchen drauf. Aus den USA ist es. Aber es war jetzt nicht teuer, jetzt sogar auf Silber. Dann 14K Gold, wie nennt man das? Plated? 14 Karat Gold. Gold plated. Vergoldet. Genau, vergoldet. Und dann sind halt, glaube ich, 0,2 Karat, so 8 Steine drauf, so kleine Steinchen. Okay, cool. Genau. Ja, hat er auch was. Was hat es für einen Wert? Ich glaube, es hat einen Huni gekostet. Und die Kette an sich, die habe ich halt damals von meiner Mom bekommen. Also, als es zu meiner Geburt war, das dabei. Sehr. Und ich glaube, Wert weiß ich jetzt nicht. Was kostet eine Goldkette? 14 Karat? Boah, 200, 300 vielleicht? Ja, so um den Dreh. So. 100 Euro wahrscheinlich. Genau. Ansonsten halt. Die Bag. Ansonsten eine kleine Prada-Tasche. Eins ist so eine Chestrick Bag, die nimmt man halt so drauf, aber darauf habe ich gerade gar keine Lust, dann trage ich die einfach so mit. Kann man das denn abmachen, dieses Teil? Nein, Bro, leider nicht. Ich wünschte, man kann es abmachen. Ich glaube, man kann draus was machen. Ja, also ich weiß nicht, eventuell kann man es irgendwie hier abmachen oder so, aber so wie es aussieht nicht, aber ich trage die einfach so. Manchmal ist es halt nervig, wenn es halt die ganze Zeit rumklappert. Ja, safe, glaube ich dir. Aber zum Tragen ist es völlig okay. Okay. Und cool, Digga. Genau. Coole Farbe. Das sind wir auch nicht alle Tage. Genau. Ja, Bro, cooles Outfit, finde ich, ne? Also hier erstmal der Endbetrag. So. Ja, danke dir, dass du mitgemacht hast, Brudi. Möchtest du noch vielleicht irgendwas in die Kamera sagen, jemanden grüßen? Nee, eigentlich will ich niemanden grüßen, außer meine Jungs vielleicht. Aus Stuttgart, aus den States. So. Ja, und auf jeden Fall Respekt an den jungen Mann, ohne Witz. Der kommt wirklich aus Hamburg hier nach Stuttgart, versucht Video zu drehen. Ex-Jahr angereist. Schon krass, also dafür muss man auch ein bisschen Gastfreundschaft zeigen, Bro, wenn danke du mal dir, Brudi, in der Hood da bist. Weiß auf jeden Fall. Ja, moin, wie geht's dir? Ja, alles gut, bei dir auch? Auch alles bestens. Bro, ich sehe, du hast ein cooles Outfit an. Was ist das wert? Sag ich nur, starten wir bei deinen Schuhen. Was sind das für Schuhe? Also Schuhe kostet 750 Retail, also Balenciaga Triple S. Balenciaga Triple S in der Größe 40. Ja. was ist das für eine Hose? Das ist Weekday. Weekday? Habe ich gestern gekauft für
14 Euro. Für 14 Euro? Okay, Stil, das ist ja schon ein guter Preis, ne? Ja. Stil, okay. Genau. Ich sehe dein Gürtel. Das ist ein Alix-Gürtel. Nee, das ist kein Alix, sonst nur Tactical Gürtel auf Amazon. Ah, okay. Bezahlen, aber sieht gut aus. Was ist auch sehr gut. Bitte? Was hast du bezahlt? 20 Euro. 20 Euro? 18. 18, ja, okay. 18, ja, das sieht echt cool aus. Ja. Deine Jacke gefällt mir. Ja, das ist Daily Paper. Daily Paper? Aus Amsterdam. Also kostet es 240. 240, und wie ist die Jacke so? Also ist die qualitativ gut? Ich glaube, also günstiger als der North Face und besser. Und besser, aber das ist nochmal was Gutes. Also wärmer sozusagen. Das ist nochmal was Gutes. Schön, schöne Jacke. Ist so etwas, glaube ich, auf meine Balenciaga-Jacke angelehnt, aber sieht echt cool aus. Gute Alternative. Ich sehe, du hast hier noch so einen Rollkragenpulli an. Was ist das für ein Rollkragen? Das ist ASOS. ASOS. 10 Euro. 10er. Hier deine Mütze. Auch bei Weekday, 10 auch Euro. Bei Weekday. Du hast noch die Tasche. Das ist Misbehave, kennst du? Ah, Misbehave, ja, safe. Sind für 300. Für 300, okay. Aber du kannst das für sale für 150 ungefähr. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ist das echtes Leder? Ich glaube, ja, du kannst anfassen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja, nicht. Ja, aber ist gut. Okay, cool. Alles klar. Hier der Endbetrag. Danke dir erstmal, dass du mitgemacht hast. Ja. Digga, woran inspirierst du dich so bei deinem Outfit? Ich meine, das ist ja schon ein etwas abgefahrener Style. Ja. Ich weiß, kennst du A$AP Rocky? Ja, safe. A$AP Rocky. Ich habe A$AP Rocky Videos geguckt und ich mag die sehr. Deswegen. Ja, du magst den Style und hast dich daran inspiriert. Ach, genau, cool, aber nicht gleich. Ich will jetzt nicht gleich so wie A$AP Rocky, sondern nur so lernen. Okay, normal. Alles klar. Ey, Bro, ich danke dir. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ich weiß nicht. Also, fuck Corona. Okay, was genau wärst du? Ich heiße Osman Can. Osman Can? Ja. Osman Can. Bro, cooles Outfit, Digga. Wie geht's dir? Alles fit bis jetzt. Super. Freut mich. Auch alles bestens. In der jetzigen Zeit sehr wichtig. Ja. Ja, Bro, ich sehe, du hast ein cooles Outfit, Digga. Dankeschön. Und ich wollte mal sagen, wir machen so ein kleines Video, das dann aufhört mit dir. Du hast mir gerade vorab auch erzählt, dass du Fußball spielst beim HSV. Auf Bundesliga. Also du spielst in der Bundesliga, ne? Ja. Okay, cool, Digga. Krass. Da haben wir ein HSV-Spiel am Start. Ja, Bro, dann lass mal, ich würde mal sagen, wir starten bei deinen Schuhen. Was sind das für Schuhe? Das sind Dior. Okay. Ja, habe ich von meinem Cousin bekommen. Okay, cool. Du kennst dich besser aus. Ja, das wie viel die kosten. Ich glaube, das sind B22. Ja, das kann sein. Die kosten 795 oder 800, irgendwie sowas. Ja, ja. So. Auf jeden Fall, du hast da einen Colorway, den sieht man auch nicht alle Tage. Das finde ich cool. Deine Hose? Meine Hose ist von 85. Okay, 85 kenne ich. Ich finde es cool, wie die unten auf deinem Schuh stack. Was bezahlen wir für die? Beim Black Friday Gold. Ich glaube mit 15% Rabatt, 60 Euro, glaube ich, war das. 60 Euro, okay, cool. Deine Jacke? Meine Jacke war ein Geburtstagsgeschenk. Moncler Maya. Moncler Maya. Für 995. 995. Ich finde, das ist so einer der wenigen Moncler Jacken, die ich cool finde. Die ich echt cool finde. Dankeschön. Deine Tasche von Dior? Ja, meine Dior Bag. Gehört meine Schwester. Oh shit. Also, wir haben, sie hat die gekauft. Ja. Aber auch so, am Black Friday, so als Geburtstagsgeschenk mäßig für mich, aber wir benutzen die zusammen. Ah, das ist doch mal was Cooles hier. Man muss ab und zu ja auch mit seinen Geschwistern teilen, ne? Ja, warum nicht? Aber eine sehr schöne Tasche, was bezahlen wir für die? Ich glaube, ich muss die fragen, aber ich glaube, 2.000. Ich hatte die, wann war das, letzte Woche oder so, bei The Plug gesehen. Okay. Genau die gleiche für 2.1. Okay, krass. Ich kann die nicht so einberechnen. 2.100 Euro für die Tasche, okay. Hast du, ja okay, ich will dich jetzt, also es ist sehr kalt, Leute, ne, wirklich, ein Grad, Digga. Ja, so ein Nike-Pulli auf Low, wie geil, finde ich cool. Ja, Digga, hier der Endbetrag. Bro, wie alt bist du? Ich bin 16. 16, okay, krass. Und wie verdienst du dir dein Geld? Du hast gerade gesagt Fußball. Ja. In der Jugend spielst du ja anscheinend. Ja. Und darf ich fragen, was man so in deiner Klasse da so verdient? Oder möchtest du dich dazu nicht äußern? Ja, besser nicht. Okay, alles klar. Besser nicht. Okay. Ja, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemanden grüßen? Ich grüß Fabio. Was geht ab, Bro? Wie heißt du? Ich heiße Omar. Omar. Du spielst auch beim HSV? Ja, auch in der U17. Auch in der U17, okay, stark, finde ich gut.
Ja, Omar, hau mal raus, was dein Outfit ist. Fangen wir bei deinen Schuhen an. Hier, das sind erstmal Jordan. Dior. Oh shit. Und ich habe, glaube ich, für die 900 bezahlt. 900, okay. Ja. Die Hose ist von 85. Habe ich gestern noch bestellt. 75 Euro. 75 Euro. Ja, so Stani Pullover halt. Habe ich auch, glaube ich, 40 Euro bezahlt. 40 Euro, okay, cool. Und die Jacke ist auch von 85. 50 Euro. Entspannt, ja, nice. Jeder Endbetrag. Wie kann man sich das als, wie alt bist du? 16? Ich, 16. Kann man sich als 16-Jähriger so eine teure Schuhe leisten? Also, mit meinem Gehalt, mit meinen Leistungen. Oh shit, Digga. Oh shit, da werden hier die Scorerpunkte rauskommen. Pro Vorlage, Digga, pro Tor. Bestimmt so 10% mehr. Ja, leider keine Torprämien mehr. Ah, Corona. Schade. Oh shit, Digga. Das ist schade. Ja, aber ich finde das cool, dass du, dass ihr beide Fußball spielt, Digga. Wie ist es so, als 16-Jähriger in der Bundesliga so zu spielen? Es ist gut, halt anstrengend, ne? Aber man muss da durch, um Profi zu werden. Okay, welche Position spielst ich du? Ich spiele Zentrum. Und du? Ich bin Linksflügel. Oh, geil. Du hast bestimmt Tempo und du bist so eher der, der Havertz. Ja. Havertz, Kaya. Fick meinen Kopf, Digga. Ja, ich finde das cool, Jungs. Ich hoffe, ich sehe euch bald bei FIFA. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Szenen am Start gehabt. Schreibt in die Kommentare, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Würde mich persönlich interessieren. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, Leute. Dann verpasst ihr auf jeden Fall die nächsten Videos nicht. Ich bin auf jeden Fall momentan sehr glücklich mit eurer Resonanz. Ich danke euch auf jeden Fall dafür. Ich gebe mein Bestes, damit wir den Pegel noch höher setzen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Abonniert mich, um kein Video mehr zu verpassen. Schaltet die Glocke auf aktiv ein. Und ich will mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!